Moin Leute, Trimax hier. Bevor das Video startet, nochmal ein Hinweis auf eine sehr, sehr, sehr geile Level-Up-Rabattaktion. Und zwar gibt es zwei limitierte neue Geschmäcker, die Halloween-Geschmäcker. Das ist einmal die Nightmare Edition und einmal die Frankenstein Edition. Ich kann euch sehr die Nightmare Edition empfehlen. Die ist sehr sauer. Apfel, Blutorange. Also so. Ansonsten kann ich euch noch meinen eigenen Geschmack empfehlen. Burning Feather. Galaxy ist immer geil. Shiny Fox ist geil. Und das Ganze bekommt ihr. Ihr packt drei Geschmäcker in den Warenkorb. Macht beim Auschecken Rabattcode Trimax2 und müsst dann nur zwei bezahlen. Die Rabattaktion gibt es zum 3. Oktober. Und ja, viel Spaß damit. Ich habe mir heute ein PS5-Spiel bei GameStop gekauft, obwohl ich nur eine PlayStation 4 habe. Ich bin dumm wie 3 Meter Feldweg. Der Moment, wo man das realisiert, da hätte ich gerne einfach das Gesicht gesehen. Oh, Walker, ich habe geskippt. Walker, was mache ich denn? Kanté! Oh, nice. Der ist sehr gut. Ist der teuer? Ja, Kanté ist sehr gut, Digga. Ey, mein ganzer Chat hat mich genervt, ich soll mir Kanté kaufen, weil der spielt für Drogba oder sowas. Alle haben genervt, hol dir den, der steigt auch noch. 400.000 kostet der. Walkout. Ist das Kane? Back to back. Kanté und Kane im Doppelpack. So zieht man Packs. Das ist irgendwie mein 14. 90er. Wie läuft bei dir, Marcel? Ich hab Hummels gerade gezogen. Ah, Hummels. Ist ja auch geil. Bringt ja auch 6.000 Coins, ne? Ich hab ihn abgestoßen. Heute Nachmittag war es ganz gut. Heute Nachmittag habe ich zweimal De Bruyne gezogen. Das war ganz nice. Walkout, Walkout. Und es ist, ja, es ist er, Müller. Jetzt kommen wir mal hier. Das waren jetzt aber 3 Walkouts in 3 Minuten. Hat schon mal jemand Doppelt-Ikone gezogen? Als 2 Ikonen in einem Pack? In einem Pack, ja. Gab's bestimmt schon mal, ja. Da hätte ich Bock drauf. Wäre ja auch ein guter Titel. Würdest du mich da sehen noch, diese Season? Wenn ich das auch bekomme, dann sehe ich dich da auch, ja. Okay, gut. Dann Deal. Dann ziehen wir jetzt beide eine Doppel-Ikone. Ich würde Vieira und Baby Eusebio nehmen. Stell dir einfach vor, Max. Digga, was das wäre. Du würdest jetzt einfach Hüllit in ein Pack ziehen und dahinter ist noch ein Cristiano Ronaldo. Uiuiui. Ui. Dann wäre aber Ende. Ohne Witz, ich würde einfach auf mein Setup einschlagen, bis der PC ausgeht. Ich würde hier alles kreuz und klein schlagen. Oh, Walkout, wer ist das? Nochmal Lukaku. Alter, der 4. Lukaku. Sauber. Ist der was wert? Ja. Der kostet... What? 60.000. 62.000. Kannst schon mal einladen, wenn du willst. Ich bin in 2 Minuten wieder da. Deutlich stärker, ne? Deutlich stärker. Vieri raus, Kanté rein. Warum Drogba? Der ging letztes Jahr raus für 1,1 Millionen. Ich habe ihn gekauft für 600.000. Der ist jetzt schon mal 800.000. Also ich habe ihn nur als Invest gekauft, genau wie Ronaldinho. Ronaldinho habe ich schon verkauft. 2,5 Millionen und dann für 3 Millionen weg. Genau wie Varane und Van Dijk. Stärkstes Team der Welt, habe ich laut Wertung. Spielst du gegen Platz 1 global, ne? Ist das bewusst? Hast du Angst? Nein. Ich schon. Ja, das zu Recht. Ich glaube, das wird einen Unterschied machen. Was? Kanté. Das kann gut sein, ja. Nämlich rullet auch ein bisschen vorne. Ja, aber Mandy ist auch da. Ja, oh. FIFA! Das ist so FIFA! Alter, ja! Das ist so gut programmiert! Das ist so realistisch! Ich mach nur so welche Tore, Mann! Ich habe jetzt in diesem FIFA 16 Tore geschossen und nur sowas! Oh ne, und ein Traumtor. Ärgert sich das nicht? Nö, Digga, das ist FIFA. Nee, das ärgert sich nicht. Nee, Bruder, das ist alles. Was soll ich dagegen machen? Ne? Sag's mal. Das Tor ist ja gefühlt schon vorher programmiert. Weißt du, also. Let's! Völlet ist schon sehr stark, Digga, muss man fairerweise sagen. Die gewinnt keine Zweikämpfe im Mittelfeld. Wo das alles starke Spieler sind, keine Chance zum Teil. Wirklich. Der 9, der ist dafür gemacht. Komm, geh zur Seite. Ist nicht mal eine gelbe Karte, oder was? Nö. Ah ja, perfekt. Nice, danke dir. So Leute, macht euch bereit für einen richtigen Kackfreistoß. Ach, Digga, die Zeit war abgelaufen. Was ist das, Junge? Auf Ansage, chillig. Ja, alles gut, Digga. Warte mal ab, da kommt noch ein Tor jetzt. Ja. Oh, Lothar, doch nicht so kompliziert, Bruder. Ne? Wieso hatte ich gerade so wenig Zeit? Vorhin hatte ich viel mehr Zeit. Wahrscheinlich, weil ich den Spieler noch geswitcht hatte, ne? Bios, wichtig. Digga! Hä? Gut. Yo! Wollte gerade sagen, ey. Was sind denn das für... Ach, come on! Was ist das? What the fuck? Nee, Passspiel gerade bei uns beiden.
ganz komisch hier in dem Game. Schwach. Schwach Platz. Spiel. Da sieht er den Platz. Richtig. Boah. Spiel. 2-0. Halbzeit ist in Sicht. Ja. Das heißt 2-0 in die Halbzeit retten. Der landet auch bei dir, klar. Durch die Beine, schön. Und wieder bei dir, so. Scripted die dreckige Scheiße, Digga. Digga, du spielst so ass. Wahnsinn, Mann. Das war ja. Das ist geil, Digga. So, wir sind zwar nicht die besten Spieler, aber es ist auf jeden Fall unterhaltsam, wie du spielst. Am Ende der Jagd werden die Hasen gezählt, Max. Ja, aber auch mal zwischendurch. Kann man auch mal schon mal gucken. Zack. So, dieses 2-0. Mehr Ballbesitz. Ja, da mehr ist der Schüsse. Große Kritikpunkt. Zwei Kämpfe, 33, bei mir 14. Weiß nicht. Weil es geht gerade gar nichts. Wenn ich es mit den ersten zwei Spielen vergleiche, ist das ein komplett anderes Spiel. Das wird bestimmt nicht nur an Kanté liegen, null. Oh, gefährlich. Kann Cristiano Ronaldo, wie stark ist sein Weak Foot? Was macht er mit links? Ist er auch gut? 4 Sterne müsste das auch sein, ja. Ich habe Pressing an, aber habe noch weniger Chance, den Ball im Mittelfeld zu gewinnen. Als, muss man auffahren da hinten. Als normal. Schiri, Elfer! Digga, du läufst in mich rein. Was für Elfer, Digga? Ja, mit dem Rainbow laufe ich nicht rein. Das ist mein Signature-Move. Kann ich noch brechen. Aber nicht mit solchen Pässen, Digga. Das ist ein normaler X-Pass, der kommt nicht an. Da hat man halt also das Gefühl, die dürfen auch nicht ankommen. Ja, genau. Ja, klar. Okay, das Spiel ist dann auch erledigt. Oh, was? Den hält er fest? What the fuck? Ja, und der landet vor seinen Füßen, Digga. Dann fehlt auch das Quäntchen Glück in so einer Situation. Wenn ich so einen Fehler mache, kassiere ich direkt ein Tor, Digga. Kann man gar nicht an. Die laufen nicht. Ich weiß nicht, warum die so langsam sind. Schön. Ah, perfekt. Nice. Ach, das ist ja krank. Ja. Ich habe in dem Spiel leider keinen Luck. Das erste Tor sehr unlucky. FIFA-Tor. Das zweite Tor war ein schönes Tor von ihm. Aber ich habe keinen Luck, Digga. Die eine 100%ige, die ich hatte, die ist nicht reingegangen. Das war's. Ein Ehrentreffer vielleicht noch. Würde zu dem Spiel passen, dass jetzt auf einmal ein Ding reingeht? Nee, oder nicht? Okay, GG. Ja, was? Ja. Ja, Schien ist mal da! Das Ding. Das nicht mal das Ding geht rein. Oh Mann, Digga, ist das ein komisches Spiel. Schade, Marmelade, Digga. Ja, das ist es. Lass auch ein Rückspiel machen, dann haben wir 4 Spiele gemacht. Ah, okay. Let's go. Der steht dann 2-2 oder 3-1. So, let's go auf gutes. Okay, auf ein gutes Spiel. Jetzt habe ich mir auch mal Gaming Sound angemacht. Das Publikum braucht ein bisschen Unterstützung. So, sieht dann mit der Übersicht. Ballack ist auch da. Alter Frischer hat ein paar extra Trainingseinheiten gemacht. Eto'o sieht sie dann. Sie dann schirmt ab. Eto'o. Ballack auch am Start, hat Übersicht. So ein Tor geht bei Max im Übrigen rein. Richtig, weil ich N9 habe. Tor. Der ist einfach sicher vorm Tor. Ja, das stimmt. Wäre auch schade, wenn nicht, Digga. Wäre auch schade, wenn nicht. Hütte, das ist eine Macht, Digga. Den brauche ich definitiv auch. Der ist so ein richtiger Outwind-Spieler, Digga. Gegen den hat man wirklich, gegen den ist nicht gut Kirschen essen. Schöne Flanke. Oh, was? Wie kann das sein? Wie kann das sein? Er war ganz alleine. Das gibt's nicht. In echt hätte er den niemals verschossen. Niemals. Mindestens aufs Tor, Digga. Ja. Ja, Bruder, dann spielen halt noch komplizierter mit 3 Stunden in der Luft. Ja, und wieder ein Tor. Perfekt. Sauber. Also, ich sage gerade, ich werde nicht ausrasten, dazu sind mir meine Nerven zu schade, aber im Vergleich zu den ersten 2 Spielen funktioniert jetzt gar nichts und er kommt so durch wie in den ersten 2 Spielen nicht. Ich habe nichts umgestellt, gar nichts. Keine Ahnung, wo das Problem jetzt ist, Digga.
Aber wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert nichts. Dann kann man auch nichts machen. Was soll ich jetzt machen, Digga? Die erste Chance, die ich hatte, hätte auch mal reingekönnt, geht nicht rein. Jetzt wird man durchgereicht. Seitdem Kanté da ist und scheiß Vieri raus. Wie dann, Digga? Der hat 94er Passwert gefühlt. Ja, Digga, das Spiel schon gegessen. So lächerlich, Digga. Was da für Lücken jetzt gerade sind. Was ist hier jetzt verkehrt? Ja, aber ich habe nichts umgestellt, Brudi. Ich habe nichts umgestellt. Ja, ich. Hullet macht jetzt mit nach vorne. Der bleibt jetzt nicht hinten stehen als Sechser, sondern der macht die Pässe. Die sind gefährlich. Jetzt sieht man auch mal CR7. Nicht einmal gesehen, wie im ersten Game bei dir Mbappé. Der hatte nicht einmal den Ball. Hast du in den ersten zwei Games irgendwas von Cristiano gesehen? Nee. Nee, ich auch nicht. Aber jetzt. Drogba zeigt an. Zack. Ronaldo ist da. Immer. Der hat so eine Aura um sich herum, dass der kann. Der ist undeckbar. Selbst wenn der Verteidiger in ihn drinnen steht, macht er trotzdem Fuß rein und Tor. Und Kanté ist wieder da. Steh auf! Oh! Da sieht er ihn, Carlos. Boah, das war auch nochmal, ne? Also das wäre auch nochmal ein FIFA-Tor. Ach, scheiße. Ja, das ist ein starker Konter. Also der geht raus. Drogba ist raus. Das war's. Drogba raus. Also, das war doch nur hundertprozentig, oder nicht? Wie kann man das neben dem Tor setzen? Das ist eine fucking Ikone. Oh, da haben wir deine eigenen Spieler. Ein bisschen. Digga, es ist halt so selten schlecht. Deine eigenen Spieler stellen sich ein Bein, Digga. Kannst du dir nicht ausdenken. Oh, Yashin! Ja. Und Mbappé macht wieder die hundertprozentige nicht. Ja, dann leck mich doch am Arsch, Digga. Schade, Marmelade, Digga. Also, Kanté ist wirklich heftig bei dir. Muss ich wirklich sagen, den merkt man. Meiner. Ach, im Gegenteil, ja, perfekt. Du wärst nicht dafür belohnt, wenn du... Ich hatte gerade Pressing an, Digga. Pressing macht keinen Unterschied. Kein Unterschied. Pressing useless. Zumindest gegen Max sein Team. Digga, Kanté wird... Fühlt noch mehr Lücken. Wie bitte? Ohne Witz, wenn ich das Kanté-Game hochlade, wird sich sein Preis auf dem Markt verdoppeln. Kanté! Oh. Ja, Kanté. Danke, dass ich den Ball dann auch mal für mich behaupten darf. Kuss. Yay. Schiri? Ja, das ist er! Da dribbelt er noch. Da holt er noch einen guten Standard raus. So, jetzt. Yo. Boah, scheiße. Ich kann keinen Freistoß. Ich habe sogar einen Elfer zerschossen. Boah, scheiße. Oh! Was? Der war gut, oder? Let's. Oh. Ein Match müssen wir noch machen, entweder. Aber es steht jetzt 2-2. 2-2, willst du ein Match? Ja, natürlich, Digga. 2-2. Okay. Ist doch ein Scheiß. 2-2, ja, gut. Umstellen, Digga. Kanté war krass, Digga. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Kanté war wirklich krass bei dir.